Na, freust du dich auch schon auf heute? Heute wird klar Schiff gemacht. Heute ist der MDST, der Mach-Deine-Scheiße-Tag. Zumindest für uns. Wir frühstücken jetzt erstmal zu Ende und dann erklären wir nochmal, worum es überhaupt geht. Hast du mir jetzt an die Schüssel geleckt? Richtig schön warm hier vor. Wow, eben aufwärmen, Käffchen trinken und dann geht's raus. Der MDST ist der Tag, an dem man all die unbequemen Aufgaben erledigt, die man schon lange vor sich her schiebt. Eigentlich ist dieser Tag immer am ersten Sonntag im Februar. Aber wir waren letztes Jahr eine Woche zu spät dran. Dieses Jahr sind wir eine Woche zu früh dran. Von daher ist es wieder ausgeglichen. Außerdem, man kann das machen, wann immer man will. So einen Tag braucht man halt auch einfach. Ja, also Handschuhe schnappen. Hier. Und los geht's. Auf in die Ruine. Hier liegt überall Müll rum. Tagesordnungspunkt Nummer 1. Diese Ecke und die Ruine gleich mit. Aufräumen, alles was hier weg soll, ab auf den Hänger. Und dann gehen wir zur berühmten Die Chatterie. Beziehungsweise wir gehen da nicht hin, wir fahren da natürlich hin. Braucht noch jemand einen Stuhl? Mit der Déchetterie ist bei einigen Leuten schon so ein Running Gag geworden. Wenn die irgendwie Müll bei sich zu Hause haben, dann sagen die immer, ach, das muss so Déchetterie. Ja, ist ganz witzig. Jo, viel zu tun. Und weg damit. Runter. Jo! Sind die nicht noch gut hier? Ja, deswegen habe ich die ja dahin getan. Jetzt ist natürlich die Kunst darin zu unterscheiden, was wirklich weg kann und was noch vielleicht gerade für den Moment weg kann, aber man vielleicht später noch mal braucht. Zum Beispiel diese Schindel. Diese Schindeln, die hier drauf liegen, die sind nämlich da irgendwie oben da von der Ruine. Aber die Schindeln sind noch gut und wenn man irgendwo mal was flicken muss, auf dem Dach oder auf dem Dach, da kann man schließlich die Schindel noch benutzen. Also nicht zu viel wegschmeißen. Hier ist so ein bisschen unsere Ecke, wo wir alles Organische loswerden. Hier war so eine richtige Kuhle drin, so ein richtiges Loch. Das fülle ich mit der Zeit immer mit Späne auf und allem Zeug, was nicht auf den Kompost soll. So zum Beispiel diese Unkräuter. So werden wir einerseits das Zeug hier los und andererseits füllt sich nach und nach diese Kuhle hier. So, Annika, ich halte das jetzt so und du kippst da mal was drauf. Ja, komm, das ist nicht schlecht. Ja, am besten machen wir den Draht irgendwo fest oder hier irgendwie über Sonne. Ja, einfach da drüber spannen. Ja. Fertig. Ja. Das Problem an diesem Haufen ist, der besteht ungefähr aus 50% aus Kieselstein und 50% aus Erde. Ich würde das gerne ein bisschen trennen, Erde und Steine. Das hätten wir mal damals einfach unter die Buhlbahn packen müssen. So, einer hält jetzt einfach fest, der eine schüttet drauf, ein bisschen wackeln. Das ist doch ja ideal. Ja. Ich glaube, das lohnt nicht. Scheiße. Aber ich gebe zu, das wäre schon verdammt viel Arbeit. Ja. So, das Wahre ist es nur nicht. Abbruch. Planänderung. Wir schütten jetzt diesen ganzen Haufen hier in diesen Sack rein. Aber wenn man ehrlich ist, das ist einfach nur eine Problemverlagerung, keine Problembehebung. Aber egal. Nur der darf nicht zu schwer werden, sonst kriegen wir den gleich da nicht mehr weg. Und dann haben wir hier auf dem Hof so einen hässlichen Sack stehen. Können wir das nicht auf die Sackkarre stellen, wenn wir da Querbretter drüber legen oder eine Palette? Ich glaube, wir ziehen das hier hoch und fertig. Das kriegen wir hin. Nee. Doch. Wenn der Haufen da drin ist, kriegen wir hin. Habe ich Sackkarre gesagt? Auf den Hubwagen, meine ich. Ah, auf den Hubwagen, ja, das macht Sinn. Das kann was werden. Das wird nichts, wir haben eine andere Idee. Julian fährt jetzt das Auto rückwärts hier vor die Sackkarre und wir versuchen, die Sackkarre mit dem Auto, mit der Anhängerkupplung in die Ruine zu schieben. Weiter, noch einen Meter. Stopp! Ja, das kam ein bisschen spät. Ja, es ist. Fahr mal ein kleines Stückchen vor. Gut.
Warum hast du nichts gesagt? Hast du auf die Kamera geguckt? Ein bisschen. Ja, und du musst eigentlich dich hier draufstellen. Ich setze mich ins Auto. Nee, das ist mir zu gefährlich. Okay, wir stellen euch hier hin und ihr könnt euch das Spektakel angucken. Ja. Ja, warte, warte, langsam. Ja, jetzt. Ja, weiter. Wir brauchen eine etwas größere Auflagefläche. Ja, glaube ich auch. Dann geht das. Ja, wir zimmern das hier vor. So. Ja. Komm, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Diese Kugel hier, die muss einfach hier schön in dieser Ritze drin sitzen. Und dann normalerweise passiert da nichts. Normalerweise. Mann, die Idee ist nicht schlecht, aber... Kriegen wir das jetzt hin? Wir kapitulieren. Wir geben es auf. Jetzt dachten wir uns, scheißegal, wir schweißen da jetzt einfach was dran und dann drücken wir das irgendwie da hoch. Jetzt funktioniert das Schweißgerät nicht richtig. Ist egal. Wir stellen diesen Sack jetzt einfach wieder dahin, wo vorher der Haufen war. Er sieht besser aus als vorher. Komm. Es wurmt mich richtig, wirklich. Ich dachte, wir finden noch eine Lösung. Oh, ich wollte das so gerne mit Auto hier schön hochdrücken. Mann, es hat nicht funktioniert. Mann, ich habe nicht gedacht, dass das so schwer wird. Wir nehmen es doch wieder zurück. Wir geben nicht auf. Der Sack muss weg. Wird nicht zurück dahingestellt. Auch wenn es jetzt doppelte Arbeit ist, aber zweiter Sack reinschaufeln und den Rest ziehen wir hoffentlich rein. Es sind ja nur ein paar Meter, aber der Sack, der muss vom Hof verschwinden. Ja, Mann. Geschafft. Das sieht doch wieder super aus. Viel besser als vorher. Naja, außer der olle Grabstein hier, der bleibt jetzt hier noch stehen. Der ist uns einfach zu schwer. Uns ist es manchmal schon fast unangenehm, zur Déchetterie zu fahren, weil die Franzosen haben alle nur so einen winzigen Anhänger oder bringen in ihrer kleinen Tüte ihr Grünschnitt weg. Und wir kommen dann da mit so einem 3-Meter-Anhänger um die Ecke. Naja, wir haben halt keinen kleineren. Wir brauchen auch einfach diese Größe. Ja. Damit sich's auch lohnt. Oh, da kommt er schon. Hallo? Oh nein. Du Opfer. Was mach ich jetzt? Ja, du musst die da rausholen, weil das kann da eh nicht drin bleiben. Zum Glück bin ich eh ein Klettermaus. So, wir sind wieder zurück. Kommen wir nun zu Punkt 2 unserer To-Do-Liste. Unsere Fahrräder, die stehen hier immer wild in der Ruine rum und findet immer kaum einen Platz, die irgendwo hinzustellen. Dabei haben wir schon seit Monaten diese Haken hier rumfliegen. Als wir in Deutschland gewohnt haben, haben wir unsere Fahrräder auch schon immer an diesen Haken aufgehangen. Das hat eigentlich immer super funktioniert. Sind wir bis heute nicht zugekommen? Das werden wir heute am MDST ändern. Die Fahrräder sollen dahin. So, die Frage ist jetzt, kriegen wir beide Fahrräder nebeneinander? Das müssen wir mal probieren. Ah. Ja, locker. Jo. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das gehört. Nein, wir hatten das. An der Decke hatten wir das. Was machen wir denn jetzt? Hey, warte mal, das kann nicht so schwer sein, oder? Ja, ich halte das jetzt mal so fest. Tu mal so, als würdest du es jetzt aufhängen. Zack, rein da und dann hält's. Machen wir zum Kloppen. So, jetzt machen wir einen Praxistest. Ja, voll. Juhu, Fahrrad hängt. Boah, wie schön diese Fläche aussieht, im Gegensatz zum restlichen Hof. So, wow. Naja. Sieht doch schon mal nach Ordnung aus.
Ja, komm, so geht's. Ja, so geht's. Punkt 2, abgehakt. Hier nochmal die saubere Ecke. Oh, wenn nur so der ganze Hof aussehen würde. Wir nehmen es ja nicht so ganz genau, wann man jetzt diesen MDST macht. Wir nehmen es auch nicht so genau, wie lange man den MDST macht. Wir weiten das nämlich auf 2 Tage aus. Morgen geht's weiter. Okay, dann können wir ja schon ein bisschen was abhaken. Also, Hofmüll, Ruine, Déchetterie. Abgehakt. Fahrräder aufhängen. Auch abgehakt. Was steht da? Leiter. Leiter und Hake vom Dach holen. Leiter steht da oder so. Okay, das ist schnell abgehakt. Diese Leiter, die liegt schon seit unseren Schornsteinarbeiten da oben auf dem Dach. Einfach, weil wir noch keine Lust hatten, sie da runter zu holen. Aber zum Glück gibt es den Mach-deine-Scheiße-Tag. Ich glaube, ich muss erstmal die Leiter sichern. Soll ich jetzt hochkommen? Nee. Ich muss sie eher von hier unten annehmen. Diese Schindel, ne, die sehen ja irgendwie schon cool aus. Ne? Das passt ja auch zu dieser Region. Es ist ja auch irgendwo lokal, sage ich mal. Aber manchmal wünsche ich mir wirklich so ein richtig deutsch gedecktes Dach. Mit richtigen Dachpfannen. Vielleicht sind wir die Ersten, die das hier in der Bretagne einführen. Boah, diese Schindeln, die brechen so leicht. Da musst du so aufpassen. Dann ist da ein Riss und dann wird das Dach undicht. Und irgendwann sieht das Dach dann aus wie bei der Ruine. Irgendwie hat man ganz schön viel Probleme mit diesen Schindeln. Das kann auch weg. Abgehakt. Und zur Abwechslung machen wir jetzt mal was Schönes. Als wir im Oktober 2021 hier eingezogen sind, haben wir uns gedacht, diese Holzablage, die werden wir als allererstes mal schleifen und ölen. Weil hier sieht man auch, hier stand mal Wasser, hier ist das wahrscheinlich aus dem Fenster hier auf das Brett aufgetropft. Das sieht doch mal richtig schäbig aus hier. Ja, richtig und jetzt, Wassertropfen überall. Und jetzt wohnen wir schon so lange hier und... Es ist nichts passiert. Wir haben es immer noch nicht gemacht. Wir haben es uns aufgespart. Für heute, für den MDST. Alle Sachen runter, schleifen, ölen, wachsen, wie neu. Erstmal alles weg hier. Hier steckt Klopapier in so einigen Ritzen. Ja, kein Wunder. Hier ist voll das Loch und hier merkt man sogar, dass es zieht. Aber okay, zum Schleifen machen wir das jetzt einmal raus, machen es aber später wieder rein. Wir sind da gerade noch dabei, uns ein geregeltes, mehr oder weniger festes Einkommen aufzubauen. Und wenn wir da so einen bestimmten Punkt erreicht haben, dann werden wir hier anfangen, alles zu renovieren. Und ich glaube, eins der ersten Räume ist wirklich dieses Badezimmer hier, weil das ist auch einfach schön kompakt, das ist schön klein, das ist eine schöne Aufgabe für den Anfang. Man muss ja auch erstmal so ein bisschen... Die Dusche soll auch neu größer. Das wird so schön. Ja, Mann. Aber es hängt halt alles, das muss man halt sagen, es hängt schon alles mit dem Geld zusammen. Ja. Ist logisch. Wir können hier auch so ganz gut leben. Wir können ja auch hier so wohnen. Aber wir wollen es auch irgendwann wirklich mal richtig schön machen. Und vor allem auch neu dämmen. Es ist alles so schlecht gedämmt. Wahrscheinlich auch neue Fenster und. Und dann fange ich mal an, ne? Ja. Zu guter Letzt nochmal mit der 240er. Oh, das fühlt sich so gut an. Ich habe von Conture ja freundlicherweise so ein paar Probierfläschchen bekommen mit verschiedenen Ölen. Ich kann euch den Link zur Contura-Webseite gerne mal in die Videobeschreibung packen. Bezahlt werde ich dafür nicht. Also das, ich mag einfach dieses Öl. Es ist, wie es ist. Ich verwende das sehr, sehr gerne. Heute mal einfach Leinöl Fiennes. Es macht einfach so viel Spaß, Holz zu ölen, egal was, ob da solche Ablagen sind, ob das Tische sind, Schneidebretter. Wenn ihr irgendwo in der Wohnung oder im Haus unbehandeltes Holz habt und das mal überschleift, ölt, wachst, es ist ein anderes Holz. Wir probieren das jetzt. So, dann merkt euch mal, wie das Holz jetzt aussieht. Erstmal ein bisschen. Geschliffen und ungeölt. Geschliffen und geölt. Ich hoffe, die ist jetzt richtig rum. Ich habe mir nämlich nicht gemerkt, wie rum die war. Jetzt muss auf jeden Fall wieder das Loch gestopft werden. Unser Dämmmaterial. Jo, ein Zebra. Mann, was bin ich froh, wenn wir hier renovieren. Aber ich sag mal so, wir wohnen lieber so als in irgendeinem Kataloghaus und dazu dann noch hochverschuldet. Also so wollten wir nicht leben. Dann lieber schuldenfrei und wir machen es uns peu à peu schön.
Endlich ist dieses Thema jetzt erledigt. Hat fast anderthalb Jahre gedauert. Aber es sieht jetzt auf jeden Fall viel besser aus und ist zudem noch viel besser geschützt gegen Feuchtigkeit. Jetzt noch auf zum letzten Punkt. Ein noch recht frisches Problem, das wir aber mit Sicherheit lange vor uns herschieben würden, wäre heute nicht MDST, ist der eingefallene Holzstapel hier. Ja, der Holzstapel ist umgekippt. Was aber weniger an der Stapeltechnik und an dem Prinzip dieses Holzstapels liegt, sondern einfach daran, dass der Mauerstein nachgegeben hat. Wir müssen das komplette Holz jetzt leider einmal aus dem Weg räumen, hoffen, dass der Rest da nicht mit wegrutscht und dann müssen wir alles neu stapeln. So, jetzt geht das Experiment los. Wir versuchen jetzt den Holzstapel mit dem Wagenheber anzuheben, weil das Problem ist ja, dass dieser Mauerstein hier gebrochen ist. Das heißt, wir müssen diesen Mauerstein austauschen und dafür erstmal den ganzen Stapel anheben. Ob das funktioniert, finden wir jetzt gemeinsam heraus. Hebt sich schon? Hebt sich schon. Kontrollier mal, ob sich irgendwie was bewegt. Ja, es bewegt sich. Das macht aber nicht den Anschein, dass es kippt, oder? Nicht nach außen. Oh, der bewegt sich hier. Ja. Wenn das jetzt alles umfällt, das wäre sowas von... Der ist ja regelrecht zerberstet. Guckt hier, diese Vierkanthölzer, die waren ja hier in diesen Löchern von den Steinen. Und da hat es den Stein zersprengt förmlich. Ich bin so nervös. Alter, oh Leute. Also ich bin im Sprungmodus. Alter, ich fühle mich wie so ein Chirurg. Was ist denn das? Eine Maus oder so? Guck mal. Es wackelt. Ja. Sollen wir den Stein wieder drauflegen? Ich glaube schon, mach das mal. Irgendwas hat da Winterruhe oder so vielleicht. Oh mein Gott. Wow. Oh, eine Maus. Eine Maus. Eine Maus. Ach, na süß. Komm. Ach, wie süß. Entschuldigung. Dann nehmen wir einen anderen Stein. Alter, ich bin so schreckhaft. Boah, der Wind ist echt frisch. So, der ist wieder richtig schön platziert. Ja, Mann, es funktioniert. So, und damit uns das gleiche jetzt nicht nochmal passiert, spannen wir jetzt die beiden Seiten gegeneinander ab. So, hier werden jetzt wieder die Vierkanthölzer reingesteckt. So. Ja, jetzt lass mal runter. Da ist ein Ventil vorne, aber ganz langsam. Ja. Operation geglückt, würde ich sagen. Ja. So. Das wird uns nicht nochmal brechen. Hoffentlich nicht. Geil, das hat mal viel besser funktioniert als erwartet. Das Blöde ist, wir haben das ganze Ding zweireihig gebaut und die andere, die hintere Reihe, ist auch gebrochen. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt nochmal machen. Geil, Stapel wieder aufgestellt, abgedeckt, gesichert. Letzte Aufgabe, check. So, damit können die letzten beiden Sachen ja auch weg. MDST abgehakt. Und eine Sache wollte ich noch sagen, der Erfinder oder der Initiator ist ja Finn Kliman. Und ich glaube, viele werden Finn Kliman gar nicht kennen, ist auch egal. Und diejenigen, die ihn kennen, die haben vielleicht auch die schlechten Nachrichten über den gehört. Aber ich bin der Meinung, nur weil ein Typ einmal Scheiße gebaut hat, heißt es nicht gleich, dass alles von dem irgendwie schlecht ist. Also wir halten auf jeden Fall fest am MDST. Wir werden jedes Jahr diesen Tag machen, glaube ich. Das ist einfach super. Und außerdem, ich glaube, auf einer viel höheren politischen Ebene passieren Skandale und irgendwie verpufft das so. Aber wenn so ein kleiner Hampelmann dann irgendwie mal Scheiße baut, dann geilt sich eine ganze, ja, so ein ganzer Kreis, Medienkreis irgendwie daran auf. Naja, ist auch egal. Das war's auf jeden Fall mit uns. Lasst gerne ein Abo oder auch einen Daumen nach oben da. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von unserem Hof in der schönen Bretagne. Bei feinstem Sonnenschein und trotzdem nieselt es gerade ein wenig. Naja, es tröppelt. Wo kommt das her? Es ist blauer Himmel. Ja, keine Ahnung. Die Bretagne halt. Wir sagen au revoir. Et à bientôt. Au revoir.